Das DHL-Drehkreuz am Flughafen Leipzig-Halle ist eines der größten Umschlagzentren für Luftfracht der Welt. In der Zeit zwischen 23 und 5 Uhr landen und starten hier knapp 60 Großraumflugzeuge aus Europa und Übersee. Jede Nacht werden 260.000 bis 270.000 Pakete sortiert. Im Vorweihnachtsgeschäft sind es bis zu 300.000. Wenn eine Maschine landet, kommt ein Aufruf für den Mitarbeiter. Eine DHL Boeing 757 aus dem schwedischen Göteborg ist gelandet und rollt auf ihre Parkposition auf dem Vorfeld. Sobald die Triebwerke schweigen, umkreisen Schlepper das Flugzeug. Ein sogenannter Highloader rückt zum Entleeren der Container an. 15 Stück mit je 2 bis 3 Tonnen Fracht müssen die DHL-Mitarbeiter diesmal entladen. Auf einer großen Anzeigetafel am Rande des Vorfeldes zählt die Uhr rückwärts. Der Countdown läuft, 20 Minuten haben sie Zeit. Per Expresssendung schicken zumeist Unternehmen Geschäftspost, aber auch neue Computer, Smartphones oder Arzneimittel durch die Welt. Das Frachtaufkommen in Leipzig-Halle ist in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen, von 1.500 auf 1.600 Tonnen pro Nacht. Zum Vergleich, das entspricht dem Gewicht von 1.600 Kleinwagen. Das bringt auch jede Menge neue Jobs. In diesem Jahr stellt DHL im erst 2008 eröffneten Drehkreuz 3.500 Mitarbeiter ein. Zum Weihnachtsgeschäft sind nochmal 250 Befristete hinzugekommen. Rund 100 Mitarbeiter sollen davon übernommen werden. Die auf Flughäfen üblichen Dollys transportieren die Container nach dem Entleeren zum 400 Meter langen und 100 Meter breiten Umschlagzentrum. Hier warten die Entlader bereits auf die Päckchen. Sie laden diese auf das Förderband der Sortiermaschine. Bis zu 31,5 Kilogramm können diese Pakete wiegen. Zeit ist Geld. Der Satz vom amerikanischen Geschäftsmann und Wissenschaftler Benjamin Franklin trifft auf das DHL-Drehkreuz in besonderem Maße zu. Sind die Pakete erst einmal auf der 70 Millionen Euro teuren Sortieranlage, die das Herzstück der Logistik ist, läuft vieles wie von Geisterhand. Mit 2,5 Metern pro Sekunde flitzen die Sendungen über das Band. Riesige Scanner leuchten rot und navigieren die Päckchen und Postsäcke über Barcodes auf die richtige Anlage. Innerhalb von Sekunden werden die Daten verarbeitet und weitergegeben. Die Reise eines Päckchens endet auf dem 6 Kilometer langen Band bereits nach 7 Minuten. Über große gelbe Rutschen gelangen sie dann wieder in die Container. Sind die Päckchen dann sortiert, werden sie wieder in Flugcontainer verladen. So treten sie dann ihre Reise in die Welt an.